Frau Süß. Sie müssen sich auf die Station bringen lassen. Sie brauchen Ruhe. Ihr Kind wird notoperiert. Das geht nur in Hamburg. Wir sind dafür nicht ausgerüstet. Die Kleine hat einen schweren Herzfehler. Fordern Sie einen Hubschrauber an. Sofort. Jede Sekunde zählt. Meine Herren. Und? Was sagt dein Wetterfrosch dazu? Lokal begrenzte Fronten, kurze heftige Wolkenbrüche. Hm. Wenn du rausguckst, weißt du, warum das so heißt. Nee. Bei so einem Wetter gucke ich nicht, da bleibe ich im Bett. Hm. Sind wir trotzdem einsatzbereit? Melde uns ruhig mal ein, das dürfte gleich durch sein. Gut. Morgen, Jungs. Moin. Moin. Shitwetter, was? Wird gleich besser, ich arbeite schon dran. Halt auch da mal die Sonne. Ja, Asmus, wir sind jetzt einsatzbereit. Gut. Wo ist Max? Das wüsste ich auch gern. Hamburg hat die Operation zugesagt. Meine Kollegin leitet die notwendigen Schritte ein. Wir fordern gerade einen Hubschrauber an. Wird sie wieder gesund? Sie wird viel Kraft brauchen. Weißt du was? Eigentlich kannst du mich jeden Tag zum Dienst bringen, daran könnte ich mich glatt gewöhnen. Daraus wird leider nichts. Ab morgen nehme ich wieder das Fahrrad. Muss das sein? Ich meine, ist immer so saugefährlich, wie mit euren Rädern durch die Stadt zischt. Oh, hey Max, wir düsten hier jeden Tag in einer plumpen, flügellosen Dose mit 200 Sachen über die Häuser, ha? Huh? Eine plumpe, flügellose Dose, ja? Oh. Tut mir leid. Tut mir leid, das war's, junge Lady. Niemand beleidigt meine Anneliese ungestraft, nicht mal du. Hey, nicht weglaufen. Ich will ein Kind von dir. Du bist echt einmalig. Nein, im Ernst, Max, ich will das wirklich. Ein Kind? Mhm. Amelie, du bist wirklich das Tollste, was mir hier passiert ist. Danke gleichfalls. Also, worauf warten wir? Ein Haus voller Kinder. Wird Zeit, damit anzufangen, oder? Bist du sicher? So absolut, total, vollkommen sicher, dass ich am liebsten sofort damit anfangen würde. Einsatz, Einsatz! Tja, wir müssen unsere Familienplanung leider auf heute Abend verschieben. Na, klasse. Wo ist jetzt mein Techniker? Die Uhr macht zwar blind, aber nicht dämlich. Die wird schon kommen. Ja, Neugeborenes mit schwerem Herzfehler. Oh, dann aber Tempo. Ja. Los. Witzig, Max. Ja, Max, das geht nach Osten raus, die Elbe hoch. Krankenhaus gehst nach. Ja. Sagen Sie dem Helikopter, es eilt. Sie werden es doch schaffen, oder?
links 120 Grad parallel zur Erde. 1-2-0, okay. SAR 71 für Florian Hamburg, kommen. Der SAR 71 hört. SAR 71, der Zustand des Kindes hat sich verschlechtert. Wie weit seid ihr? Wir sind in etwa 2 Minuten da. Alex, hörst du? Die kriegen Probleme mit dem Kind. Also drück auf die Tube. Hinter uns wird's rabenschwarz. Oh, das sieht nicht gut aus. Alex, meinst du, wir kriegen Ärger mit dem Wetter? Da ist eine neue Gewitterfront im Anmarsch. Wenn wir Glück haben, zieht die westlich an uns vorbei. Nach dem letzten Windrad musst du dich leicht links halten, Richtung 11 Uhr. Okay, Max. Okay, Alex, Pre-Landing Check ist completed. Instrumente im grünen Bereich. Links ist frei. Maren, guck dir das Baby erstmal an. Ich telefoniere mit dem Wetter. Wenn sich der Transport vermeiden ließe, wäre ich auch nicht böse. Okay, Alex, ich schau mal. Aber wenn es das ist, was ich befürchte, haben wir gar keine andere Möglichkeit. Der Wind ist ganz schön böig hier. Ich bin mit dem Pedal auf Anschlag. Das Riesendach wirst du noch treffen. Gerade so. Phasen. Zur Operation ist okay. Dr. Böhmer dort weiß Bescheid. Alles klar. Okay. Ja, Karun nochmal. Hallo, Schorsch. Ich brauche dringend nochmal das Wetter. Hamburg Mitte bis etwa 30 Kilometer Richtung Ost-Südost. Toi, 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 Kollegin. Drücken wir uns die Daumen. Ja, vielen Dank. Mami. Alex, Wetter okay? Wir werden den Zwerg da bestimmt nicht wieder ausladen, aber im Moment schiebt sich eine dicke schwarze Regenfront genau zwischen uns und Eppendorf. Ja, komm, nun schnack nicht. Schmeiß an die Mühle. Im schlimmsten Fall müssen wir das Wetter südlich umfliegen. Gut, Alex, ihr macht das schon. Florian Hamburg für den SAR 71 kommen. Florian Hamburg hört. Wir haben das Neugeborene an Bord und starten direkt nach Eppendorf. Danke. Maren, die Sicht ist gleich bei Null. Wir werden keinen Blindflug riskieren, schon gar nicht im Stadtgebiet. Mach
Mach, was du denkst, aber ein kurzer Flug ist die einzige Hoffnung für das Kind. Jetzt einigt euch verdammt nochmal. Was soll jetzt da raus? Teufel werde ich tun, wir drehen ab. Hier entscheide ich. Entscheide dich für das Baby. Abdrehen, verdammte Scheiße. So, jetzt hört mal auf. Okay, Alex, ich sehe gerade von wegen schlechte Sicht. Über den Wohngebieten können wir nicht tiefer, da stehen überall Hochhäuser. Außerdem gibt's hier reichlich Hochspannungsleitung. Genug zum Reinknallen. Und abdrehen ist schon gar nicht drin. Hinter uns sitzt es noch dichter. Aber da ist diese Autobahn. Etwas weiter südlich. Die führt in die Stadt. Gut, Max. Die Autobahn ist perfekt. Da können wir immer mit Bodensicht fliegen. Sehr gut. Okay, neuer Kurs 287. Okay, schön sachte, Alex. Hier gibt's irgendwo eine Hochspannungsleitung mit 80 Fuß Höhe. Dann halt bloß die Augen auf. Thomas, guck du mal, ob du rechts irgendwas erkennst, an dem wir uns orientieren können. Ich nehme die Fahrt ganz raus und dreh deine Seite vom Wind weg, Thomas. Vielleicht siehst du dann was. Okay, ich versuch's. Dann mal los. Max, was ist mit dieser Hochspannungsleitung? Ich mach die Tür auf. Alex, die Autobahn. Wir sind über Bergedorf, du kannst weiter runtergehen. Die Hochspannungsleitung liegt hinter uns. Zu. Alles klar, wir gehen tiefer. Wir bleiben in Sichtkontakt mit der Autobahn. Das Kind wird langsam. Frequenz geht auf 120. Tommy, ich brauche Atopin. Okay, schon fertig. Alex, verdammt nochmal. Ich kann sie nicht mehr lange halten. Zeit. Na, also jetzt heißt es nur noch aufpassen, dass wir vor dem Elbtunnel nicht in den Stau kommen. Ha, ha, ha. Hamburg Radar Medevac 7046 is going to land at UKE. Guck an, alles trocken. Hier ist das Scheißwetter gar nicht gewesen. Kollege, es muss schnell gehen. Steht dein OP-Team bereit? Das Kind ist Ihnen ja schon telefonisch angekündigt worden. Ja. Hatten Sie unterwegs Probleme? Ja, wohl zunehmend radikale Phasen, mehrfach Atropin hat auch nicht viel gebracht. Ah. Komm. Ja. Danke. Wir machen dann weiter. Ja, natürlich. Tommy, also dann bis zum nächsten Mal. Viel Glück, kleine Maus. Wird sie brauchen. Tommy, ja? Was meinst du, können wir noch ein bisschen warten? Ein paar Minuten haben wir noch. Mann, 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 Mann. Ich finde das einfach so schrecklich. Da bekommst du ein Kind, hältst es zum ersten Mal am Arm. Und schon nehmen sie es dir weg, packen es in einen Hubschrauber und du stehst da völlig hilflos und weißt nicht, was passiert. 40. Marvin. Die Kinder werden so schnell groß, das hast du in 0, nichts Linie. Vergessen. Herzmassage. Das hätten die Kollegen da draußen auch erkennen können. Dieses Kind hatte keine Chance. Ein Wunder, dass es überhaupt bis hierher geschafft hat. Naja, ich glaube, die anderen Kollegen wollten auch nichts unversucht lassen. Sicher. Ein Versuch war es wert. Sie entschuldigen bitte. Ja. Psst.
alles okay bei dir? Komm, lass ihn. Mann, 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 du. Bin ich froh, dass meine beiden Kleinen gesund sind. Gott sei Dank habe ich solche Sorgen nicht. Übrigens, vorhin da habe ich mich im Ton vergriffen. Es tut mir leid. Und wann das? Hey, wollt ihr eigentlich da Wurzeln schlagen? Im Stütz wartet Kaffee auf uns. Ich rieche ihn schon bis hierher. Wo wollen wir denn hin, junger Mann? Zum Rettungshubschrauber. Rettungshubschrauber. Na du? Denkst auch noch an die Kleine? Nee. Ja doch, natürlich. Aber nicht nur. Wir hätten nicht in dieses Wetter fliegen dürfen. Man rettet keinen Ertrinkenden, wenn man nicht schwimmen kann. Weil tote Retter sind verdammt schlechte Retter. Alex würde uns und die Maschine niemals gefährden. Aber stell dir vor, es wäre eins deiner Kinder gewesen. Naja, nach so einem Einsatz gibt's eben nur eins. Abschalten. Hm? Komm. Na, Max, hast du deine Energien bei deiner neuen Freundin verpulvert? Sagen wir mal so, die Nächte waren auch schon mal länger. Heute früh war das übrigens ziemlich schädlich für meine Nerven. Ich muss wissen, wo mein BT ist, wenn wir eingemeldet sind. Kommt nicht wieder vor. Amelie will ein Kind von mir. Ein Kind? Ja. Na, gratuliere. Das müsste dich ja überglücklich machen. Ja, das macht's auch. Das kann man ja gar nicht mit ansehen, Mensch. Geh rein, trink einen Kaffee. Ich mach die Maschine fertig. Danke. Wenn's weiter nichts ist. Na, na, na. Entschuldigung, wo ist Alexander Karun? Der da. Sie Alexander Karun, der Pilot? Ja, der bin ich. Und wer bist du? Benjamin Thalheim. Aha. Und, kennen wir uns? Bist du hier, um dich zu informieren? Meine Mutter hat herausgefunden, dass Sie hier sind. Ah ja. Und was ist an mir so interessant für deine Mutter? Meine Mutter ist Katja Thalheim. Ah. Das sagt mir im Moment nichts. Haben Sie auf dem Straßenfest kennengelernt, vor 14 Jahren, bevor Sie in Amerika Pilot geworden sind. Ah, vor 14 Jahren. Vor Amerika. Thalheim. Ach, Katja Thalheim. Natürlich, ich erinnere mich. Das war in den Tagen vor Alabama. Das ist ja schon gar nicht mehr wahr. Warum schickt sie dich? Sie weiß gar nicht, dass ich hier bin. Du machst es aber sehr spannend. Ich habe meine Mutter immer genervt, weil ich unbedingt wissen wollte, wer mein Vater ist. Aha. Und? Wer ist dein Vater? Meine Mutter hat gesagt, sie. Hey, warte!
Was macht denn meine Nina? Ist sie schon zu Hause? Ja, ist sie. Sie spielt oben. Und was hast du heute noch vor? Buffen auf dem Hof. Papa, ist irgendwas? Nee, ist nichts Besonderes. Ich wollte nur wissen, wie es euch so geht. Uns geht's gut. Also bis später. Yoshi, sag mal, was ist denn eigentlich mit deinem Fahrrad? Es ist kaputt, was soll damit sein? Wollen wir das mal am Wochenende reparieren? Wie findest du das? Papa, das ist nicht zu reparieren. Der Rahmen ist gebrochen, das hast du selbst gesagt. Ja, richtig. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Hm? Vielleicht nimmst du erstmal meins. Papa, das hast du mir schon vor einer Woche gegeben. Papa, ich muss jetzt echt los, die anderen warten. Ja klar, warum sagst du nichts? Pass auf dich auf, mein Junge. Und Yoshi, ich hab euch lieb. Ja, tschüss. War mein Lütter. Wer ist dieser Junge da draußen bei Alex? Und welcher Junge denn? Na, was gibt's denn da draußen? Das Haus wird gerade erst bezogen, wie Sie ja sehen. Die Kälte hier drinnen hat nichts zu bedeuten. Wir haben eine EDV-Technik aus der Raumfahrt. So was gibt es in ganz Deutschland nicht nochmal. Im Moment muss nur die Zentralsteuerung nachprogrammiert werden. Mal spinnt das Licht, mal die Klimaanlage. Ich hoffe, es ist Ihnen nicht zu kalt. Aber wir arbeiten dran. Sehr schön, aber die Kälte ist kein Problem. Bitte. Danke. Da. Tja, der junge Mann ist hier, weil seine Mutter ihm erzählt hat, ich wäre sein Vater. Sein Vater? Na, Mahlzeit. Was sagt man dazu? Was sagst du dazu? Tja, was soll ich sagen? Das ist verrückt. Einsatz! Tut mir leid, Benjamin, ich muss raus. Am besten, du wartest so lange hier, da kommt gleich jemand, der sich um dich kümmert. Ambergreen, a Medevac 7046 is on final in the harbor area. Exact destination is Kehr-Widerspitze. Thank you.
wundern Sie sich bitte nicht über die Kälte im Haus. Das ist keine Absicht. Die technische Zentralsteuerung macht noch nicht das, was sie soll, aber wir arbeiten dran. Ja, ist gut. Wir sind ja auch nicht hier, um uns aufzuwärmen. Danke. Ruhig bleiben. Schön ruhig bleiben. Entspannen Sie sich. Entspannen Sie sich. Durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Sie wählen Platzhirme wieder. Tut mir leid. Sie nehmen doch Cortison. Durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Ja. Der Notarzt ist unterwegs. Schade, dass nur die Klimaanlage ausgefallen ist. Schöne neue Welt. Sie sagt weg. Hallo? Hallo? Wie sieht's aus? Status Asthmatikus. Sauerstoffsättigung nicht messbar. Sie ist eingezückt. Mhm. Wir haben einen Zugang versucht. Klappt nicht. Cortison. Mhm. Sauerstoff voll auf, was die Flasche hergibt. Tommy, Euphelin und Cortison 1 Gramm. Wieso ist das EKG noch nicht dran? EKG, Tommy, schnell. Oh je. Na, dann wollen wir mal. So, Zugang liegt. Wir können verkleben. Okay. Da geht nichts rein. Tommy, wir müssen intubieren. Mach die Narkose fertig und leg den Ambo bereit. Alles klar. Bisschen weiter noch. Da rüber. Stück zurück, bitte. Mensch, wie ist denn das so plötzlich, Vater zu werden? Ich fürchte, die Frau hat dem armen Kerl einen Floh ins Ohr gesetzt. Ich würde die heute nicht mal wiedererkennen, ist viel zu lange her. Wir waren höchstens 3-4 Mal zusammen. Einmal kann bekanntlich voll genügen. Warum soll sie dem Jungen sowas vorspinnen? Keine Ahnung. Was ist das für eine? Damals war sie der absolute Wahnsinn für mich. Ich war gerade mal 20, sie über 30. Super Frau. So eine kurze, heiße Affäre. Mehr nicht. Ich war auf dem Sprung nach Alabama. Ich habe sie nie wieder gesehen, nie was gehört. Gar nichts. Das ist ja merkwürdig. Was kann die wollen? Na, was schon, Alimente. Die hat keinen Vater für ihren Sohn, braucht aber dringend einen. Und hat kurz mal alte Tagebücher gewälzt. Was weiß ich. SAR 71 kommen. Ja, Thomas, ich höre. Wir kommen jetzt runter, das muss dann alles extrem fix gehen. Alles klar, wir machen uns fertig. Komm, du kannst dich jetzt nicht mitfahren. Die müssen sich doch um deine Mama kümmern. Hm? Ich will doch um deine Mama kümmern. Die müssen sich doch um deine Mama kümmern. Ich will. Komm, ich bin froh, dass hier endlos wird. Danke, geht schon. Okay, so. Jetzt geht's los. Ich hol schon mal den Jeep. Wir sehen uns dann gleich unten. Ich darf mal hier, ja? Sagen Sie mal. Sie dürfen nicht. Das ist hier ein Rettungseinsatz. Raus, aber ganz schnell. Unverschämtheit. Ruhig, ganz ruhig. Wir kommen sicher mal wieder. Vielleicht sogar zu Ihnen. Und wo können wir deinen Papa anrufen? Weißt du das? Ich weiß. Bei Yvonne in Berlin, da wohnt er. Sie ist nämlich schwanger. Ach so. Und du wohnst mit deiner Mama hier ganz allein? Jetzt geht hier gar nichts mehr, oder was? Nein. Das kann nicht wahr sein. Gib den Notruf. Wo ist denn der? Da. Sag mal, wo sind wir denn? Mama! Ich bin hier raus. Verfluchter Mist, der Sauerstoff ist gleich alle. Wir brauchen eine neue Flasche. Ach, erst mal haben. Scheiße.
Außerdem hat irgend so ein Dussel den Verschluss mit der Zange zugedreht. Nee. Die kommen nicht. Soll ich mal rufen und nachfragen? SAR 71 kommen. Was ist los, Thomas? Wir sind startklar. Alex, der Lift steckt fest und wir brauchen sofort Sauerstoff. Nehmt mal die Ersatzflasche aus der Maschine. Ach ja, und bringt eine Zange mit. Das ist verstanden, Thomas. Wir kommen. Passen Sie auf die Maschine auf. Der Fahrstuhl steckt fest. Wie es aussieht, ganz unten. Ein EDV-Problem. Die neue Zentralsteuerung. Aber wir arbeiten dran. Wie lange brauchen Sie für den Lift? Die Klimaanlage, die spinnt schon seit 2 Tagen. Aber morgen kommt der Techniker. Also eigentlich müsste es immer irgendwo eine mechanische Entriegelung geben. Ja, sicher, die gibt es. Aber ich weiß im Moment nicht, wo der Schlüssel ist. Vierkant in der Hand. Kommt man durchs ganze Land? Genau. Oh nein. Ja, das ist ja wohl Beton. Du, Alex, für uns gibt's hier keinen Ausgang. Ihr müsst irgendwie sehen, dass ihr von oben reinkommt. Ich muss die Narkose noch vertiefen. Mama, ich will raus. Kidernest und Nork. Mama, ich will raus. Ich muss auf Airmax gehen, auch wenn's nicht reicht. Das ist besser als gar nichts, bevor die Flasche leer ist. Laura, ich bin Thomas, pass auf. Deine Mama kommt jetzt hier gleich raus und wir auch und dann wird sie wieder gesund und dann wird alles gut, okay? Du musst keine Angst haben. Gut. Hallo, Gerd! Hörst du mich? Wo bleibt ihr denn? Warum steigen wir nicht eine Etage weiter unten ein? Ja, da unten ist die Tiefgarage. Da gibt's keine weitere Tür. Hm. Na, dann mein Tor. Thomas, Alex kommt jetzt runter. Ihr müsst die Decke aufmachen. Im Maschinenraum unterm Dach muss doch ein Notbetrieb sein, oder? Ja, natürlich. Hey, hallo, Sie können doch nicht einfach... Laura, komm mal hier. Halt mir mal die Taschenlampe. So, siehst du? Die Mama kriegt jetzt 2 Spritzen und dann wird sie ganz schnell wieder gesund. Okay. Bisschen mehr? Wenn der Kabel fit ist, wird bloß diese Musik an. Da kannst du aber sicher sein. Also, so, ich hoffe, die Zange ist nicht tiefer gefallen. Langsam, langsam. Ja, ich komme ja schon. Ja, 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 ja. Ich kann die verdammte Zange nicht finden. Alex, mach hinne. Schalter. In dem Schrank. Oder in dem. Oder der. Hab sie. Zeig
sonst noch was? Ich beatme sie mit der Hand weiter. Wenn sie den Fahrstuhl nicht bewegt kriegen, müssen wir sie ja trotzdem irgendwie hier rausholen. Die Trage würde durch die Luke passen. Wir müssten das Kabinendach wegreißen. Na, das müsst ihr dann wohl. Also. Doch der. Seite treten. Wir müssen hier durch, ja? Alle weg, bitte. Alex, ich hab die Notschaltung. Brauchst du ein Seil? Danke, es geht. Firma, Dank. Ist uns ein Vergnügen, wenn noch mal andere für uns klettern. Gerd, alles in Ordnung? Tarkowski, seid ihr klar? Schacht frei. Max, aufwärts. Na, endlich. So, jetzt aber ab durch die Mitte. Danke, Kumpel. Na, gar nichts. Mara, wie geht's weiter? Wir nehmen sie bei uns mit. Okay, alles klar? Alles klar. Vorsicht. Ein Stückchen zurücktreten. Sie auch bitte. Ein Stück zurück. Noch ein Stückchen. Ich möchte mich hier nicht zehnmal absabbeln. Bitte ein Stückchen zurück. Vorsicht. Vorsicht. Auch. Zurück jetzt. Hallo. Okay, ja. Vorsichtig absetzen. Und zugleich. So, noch ein Stückchen zurück. Noch ein Stückchen zurück. Vorsicht. Geht's, Mama? Ja. Ein kleines Stückchen schneller. Geht? Genau. Sie bitte auch noch ein Stückchen zurück. So. Dann ein Stückchen zurück bitte noch. Noch ein Stückchen. Nicht zu. Okay, Alex. Vor dem Wohngebäude da vorne geht's links herum. Du kannst die Fahrt langsam rausnehmen. Die Klinik liegt genau in Richtung 3 Uhr. Links ist frei. Pass mal auf, wenn du was sagen willst, dann musst du einfach hier auf den Knopf drücken, okay? Solange die Mama schläft, können wir doch noch ein Stückchen fliegen. Nee, das geht nicht. Wir müssen doch deine Mama ins Krankenhaus bringen, okay? So machen wir das. Wir gehen zur Landung. Kommen die denn endlich wieder? Das kann man nie genau sagen. Die können jederzeit einen Folgeeinsatz kriegen. Das heißt, wenn die Feuerwehr sie braucht, geht's gleich weiter. Ich bin dann wieder drüben, okay? Der ist gerade unterwegs, um sie zu holen. Und zwar wenig begeistert. Seine Neue erwartet stündlich Zwillinge. Tja, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Max, ich glaube, du redest erst mit, wenn du eigenen Nachwuchs nachzuweisen hast. Tja, Tommy, das kann sich nur noch um Tage handeln. Oh, was höre ich denn da? Geht das so schnell mit deiner neuen Flamme? Tja. Hamburg Reader, Medevac 7046 is turning on to final advance back. Roger, Medevac 7046, bis später.
komm doch mal sehen, wie ernst gemeint das Ganze ist. Na bitte, offensichtlich nicht sehr ernst. Er hat was dagelassen. Hm? Das ist eine Nummer. Ja und? Das beweist noch gar nichts. Beweisen, Alex. Warum musst du dir eigentlich immer mit aller Macht alles Unbequeme so hinbiegen, wie es dir passt? Frau Doktor, jetzt will ich dir auch mal was sagen. Hier kann nicht einfach jeder junge Mann hereinspazieren und behaupten, ich wäre sein Vater. Wo kommen wir denn da hin? Alex. Ich lasse mich doch nicht einfach ausnehmen. Schon gar nicht mit irgendwelchen Tricks. Kein 14-Jähriger kommt aus Jux und Tollerei hier hereinspaziert und erzählt sowas. Da muss schon mehr dahinter stecken. Mehr? Ja, vielleicht ist er ja wirklich verzweifelt oder sein Vater fehlt ihm. Wirklich verzweifelt? Achtung! Der Onkel Thomas hat ein kleines Leckerli gefunden. Wird Zeit, dass wir mit Alex mal anstoßen. Schließlich wird man ja nicht jeden Tag Papa. Ne, schon gar nicht so plötzlich, ne? Prost, Prost, Papa! Ich bin der Thomas. Ja, ich bin der Onkel Max. Ach, Leute, wir sind auch im Dienst. Was ist denn da drin? Wasser, ihr Döde! Hauptsache es hilft, Mann! Oh.